Sechs Boote um die 6,50 Meter segeln friedlich nebeneinander her. Doch diese sechs Testkandidaten könnten unterschiedlicher nicht sein. Von der offenen Kieljolle bis hin zum reinen Fahrtenschiff ist dieses Mal alles auf der Müritz vertreten. Die Unterschiede sind gewollt. Es gibt also wahnsinnig viele Nuancen in diesem Bereich, preislich wie ausstattungstechnisch, wie auch von den Segelleistungen her. Das ist sehr abwechslungsreich und das ist ja auch nur ein kleiner Teil des Marktes, denn wir haben ja in der Vergangenheit schon häufiger Boote in dieser Größe getestet. Und da zeigt sich wirklich, dass da immer mehr Varianz entsteht und auch sich die Werften immer weiterentwickeln. Schnell wird klar, dass sich das Teilnehmerfeld bei den Segeleigenschaften in zwei Lager aufteilt. Da wären zum einen die leistungsorientierten Boote, allen voran die Elan 210, die Fox 22 und die Storm 22. Alle drei besitzen einen Gennaker und der soll heute ausgerollt werden. Bei 5 Windstärken bleiben die gemütlicheren Fahrtenboote lieber gleich im Stadthafen von Waren. Elan 210 rauscht mit über 9 Knoten unter dem mit 53 Quadratmetern gigantischen Gennaker auf und davon. Dass es dann doch etwas zu viel des Guten war, erlebt die Zweimann-Crew schon in der nächsten Bö. Ein Sonnenschuss und der Gennaker muss aus dem Wasser geangelt werden. Wesentlich stabiler segelt da die niederländische Fox. Sie scheint für echtes Nordseewetter gemacht und wird tatsächlich in ihrer Heimat oft als Charterboot eingesetzt. Unter Gennaker kommt sie zwar nicht ganz mit ihrer slowenischen Konkurrentin Elan mit, aber 7,5 Knoten sind trotzdem drin. Dritte im Bunde, die Storm 22. Der polnische Kleinkreuzer schlägt sich wacker und verzeiht Fehler sehr viel gutmütiger als die beiden anderen. Die Trimmmöglichkeiten sind allerdings eingeschränkt. Alle machen sehr viel Spaß, kommen ein bisschen über ihre eigene Rumpfgeschwindigkeit hinaus. Die Elan fährt deutlich schneller. Die Fox gleitet auch mal gut durch. Da gibt es wirklich für alles eigentlich den passenden Partner. Wogegen die Vico und die Deltania mehr den Fahrtensegler ansprechen und auch sowas eigentlich nur auf Nachfrage anbieten. Hätten Vico, Deltania und Skangard einen Gennaker, so könnte man sie ohne Sorge am Tag darauf auf Deutschlands zweitgrößten See schicken. Es herrscht ruhiges Anfängerwetter. Die größte Herausforderung ist, die Gruppe dicht beisammen zu halten. Segelballett ist angesagt. Besonders die hochbordige Vico kann die Höhe und den Speed der anderen nicht ganz mitgehen. Die Deltania schließt da eher noch an die Gruppe der Leistungssegler an, fährt sich allerdings viel behäbiger. Die deutsche Skangard hingegen verfolgt als klassischer Langkieler sowieso ein ganz anderes Konzept. Mit ihr hat man den direktesten Kontakt zum Wasser und auch wenn sie kein Beschleunigungskünstler à la Elan 210 ist, macht das Segeln mit ihr einfach Spaß. Am Ende dieses Segeltages gibt es dann die wohlverdiente Ankerpause. Da die Tester allerdings erfolglos ausprobieren, ob 6 Boote an einem einzigen Anker halten, müssen sie wohl mit kalter Pizza Vorlieb nehmen, denn zunächst werden sie an den vorgesehenen Ankerplatz zurückgeschleppt. Dass es dabei nicht immer ganz klar ist, wohin man will, liegt wohl in der berühmten Natur der Sache. Ruder legen würde helfen. Ja, natürlich. Nach insgesamt 4 Segeltagen mit leichtem bis starkem Wind folgt das Fazit vom Testleiter.
Ein Einsteigerboot ist in keinem Fall die Elan, das haben wir festgestellt. Spannend ist da sicherlich die Fox, einfach weil sie sehr stabil, sehr steif segelt und dabei trotzdem agil unterwegs ist. Die Storm ist ein Einsteigerboot, wenn man etwas mehr Wert legt, darauf auch Wohnraum zu haben, gemütlichen Wohnraum zu haben. Da ist die Fox ja sehr, sehr entspannt. Insofern ist sie wahrscheinlich ein sehr guter Kompromiss, was das angeht. Und wer überhaupt einfach entspannt segeln will, der ist mit der Scanguard natürlich gut bedient. Die ist ja wirklich nur auf Segeln und Daysailing ausgelegt. Man muss dann allerdings auch lernen, mit dem Langkiel umzugehen und den entsprechenden anderen Manöverabläufen. Den kompletten Kleinkreuzer-Vergleichstest finden Sie übrigens auf 12 Seiten in der Yacht 17 2011. Und im zweiten Teil geht es hier bei Yacht TV dann um die Innenräume und die Farbentauglichkeit der 22-Fußer.